Wie gehst du mit dem Thema um? Verbindest du dich da oft mit Planetenenergien oder ja? Also, ja, ich habe ja mal 5 Jahre in England gelebt. Ist jetzt schon länger her. Und damals hatte ich eine Freundin und wir haben oft in den Sternenhimmel geguckt. Und da fing das so bei mir an, dass ich mich dann auch alleine mit verschiedenen Planeten verbunden habe, einfach indem ich über meine Fähigkeit des Hellsehens mich dort eingeklinkt habe. Und dann habe ich auch aufgeschrieben, wie das auf dem Planeten aussieht, wie er sich anfühlt, welche Energie er hat, und habe das dann aufgeschrieben und danach habe ich das gegoogelt. Und das hat immer gestimmt. Und so habe ich praktisch angefangen, intensiv mich mit verschiedenen Planetenenergien zu verbinden. Und ich kann nur sagen, macht es einfach. Wenn ihr abends im Bett liegt, schließt die Augen und stellt euch zum Beispiel die Venus vor. Und wir alle wissen, dass die Venus der Planet der Liebe ist. Und auf der Venus gibt es ganz viele Kammern, verschiedene Kammern, wo man ganz viel erleben kann. Also in einer Kammer kann man Kleider kaufen, in der anderen kann man Musik hören, in der anderen kann man sich unterhalten, in der anderen Kammer kann man toll essen. Und also da gibt es Gesellschaftsräume und also zum Beispiel, da dürft ihr wirklich eure Fantasie frei laufen lassen und gucken, was ist auf dem Planeten los? Ne, es gibt ja so viele und auch unbekannte Planeten, einfach sich damit zu verbinden. Und dann die Informationen werden ja von den Wesen, die dort leben, gebracht. Sie zeigen uns das ja. Und im Moment würde ich wirklich auch mich mit der Sonne, ich komme wieder auf die Sonne zurück, mit den Sonnenwesen verbinden, gerade weil es jetzt so aktuell für uns ist. Und die Sonne, die Sonnenwesen, die haben so eine goldene Energie, die sind so ganz sanft und erwärmendes Herz sozusagen.